Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 20 Minuten hier unter uns im Radio und dann schaltet sich das Fernsehen dazu, das WDR Fernsehen. Wir haben eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Rico ist mein erster heute Nacht. Mein erster Anrufer. Hallo Rico. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ich werde am 19. Dezember diesen Jahres Deutschland verlassen. Wohin? Nach Japan. Nach Japan? Ja, genau, Japan. Warum? Ich werde in Japan heiraten am 31.12. Oh, das heißt, du hast eine Japanerin kennengelernt. Oder, ja, oder ein Japaner. Können Männer da auch heiraten in Japan? Wahrscheinlich nee, nicht. In Japan noch nicht. Wo hast du denn die Japanerin kennengelernt? Hier in Deutschland, im Internet. Im Internet? Ja, ich habe eine gescheiterte Beziehung hinter mir gehabt und war dann auf der Suche nach neuen Frauen. Interessen. Nee, nicht Frauen. Frauen habe ich gar nicht gesucht. Ach so. Da hatte ich erstmal genug davon. Verstehe. Einfach nur Gesprächspartner. Ja, einfach nur neue Interessen, halt neue Themen, die mich interessieren. Aber nee, dann kam doch zufälligerweise eine Japanerin in den Chatraum. Ja, das war nicht direkt Chat, das war halt so eine Seite im Internet, wo man halt mit Japaner Mailkontakte aufbauen konnte. Warum sollten es denn Japaner sein? Naja, ich hatte halt so diverse Berichte auf dem Fernsehen gesehen und hab mir dann so gedacht, naja, möchtest du dann gerne doch mal aus erster Hand erfahren. Auch einfach so aus Interesse aus Japan. Du hast gedacht, Japan finde ich ein cooles Land, habe ich im Fernsehen gesehen, ich will mal ein paar Japaner kennenlernen im Internet. Ja, und will mal aus erster Hand was erfahren darüber, was da drüben und so genau abgeht. So, und da hast du die Frau deine zukünftige Frau kennengelernt. Ja, genau, das war die einzige, die mir geantwortet hat. Auf Deutsch? Auf Deutsch. Ja, natürlich. Du kannst kein Japanisch. Mittlerweile kann ich ein bisschen Japanisch. Aber damals noch nicht? Nee, damals noch gar nicht. Ja, so, dann habt ihr, wann hast du die kennengelernt im Internet? Ja. Wann? Oh, das war ungefähr vor 2 Jahren. Ja. Wann habt ihr euch das erste Mal gesehen? Das war ungefähr 3 Monate später, also Anfang letzten Jahres. Und als du mit ihr gesprochen hast, lebte sie da in Japan oder in Deutschland? In Japan. In Japan. Und sie ist dann nach Deutschland gekommen, hat dich besucht? Ja, genau. Ah ja. Und als sie dann wieder halt nach Japan geflogen ist, ja, da bin ich dann mit ihr mitgeflogen. Also sie war 1 Monat hier. Ach so. Ich bin dann noch 1 Monat mitgeflogen. Also ich dachte, das wäre jetzt deine erste Reise nach Japan. Das heißt, du warst wie oft hier schon in Japan? Oh, jetzt insgesamt 3 Mal. 3 Mal. Ja. Das ist ja irre. Das fing einfach so an aus einfach mal so Interesse an Japan und schwuppdiwupp lernst du eine Japanerin kennen und es entwickelt sich was. Ja, aber damals hat es noch nicht gefunkt gehabt. Ja. Das kam dann erst ein bisschen später. Warum, ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück, warum damals das Interesse für Japan? Nur aufgrund von Filmen im Fernsehen? Ja, das war einfach, nach einer gescheiterten Beziehung ist halt, man ist halt mal erstmal am Boden zerstört. Ja gut, aber warum Japan? Ja, das war halt, ich habe halt was halt komplett anderes gesucht. Halt, wo ich halt mein Interesse jetzt darauf... Hätte auch Grönland sein können. Ja, hätte es auch sein können. Aber über Grönland kam gerade kein Film im Fernsehen. Also es ist schon irgendwie so Zufall, ne? Kann man sagen. Ja, das ist irgendwie recht seltsam. So, jetzt hast du ein bisschen geschnuppert. Du hast an der japanischen Kultur und Lebensform und so geschnuppert und hast dich da erkundigt. Du hast eine nette Frau kennengelernt. Was ist denn toll an Japan? Das sind so die Gegensätze. Was heißt? Würde ich mal sagen, so von Tradition und Moderne. Weil Japan ist ja eins der modernsten Länder der Welt, aber auch eins der traditionellsten. Mhm. Weil die Japaner sind in sich eigentlich als Volk sehr verschlossen. Mhm. Weil jetzt zum Beispiel, Japan hat ungefähr 130 Millionen Einwohner. Mhm. Aber in Japan leben bloß 700.000 Ausländer, also mit Genehmigung. Mhm. Mhm. Also in Deutschland sind es einige mehr. Ja, es ist einige mehr, ne, klar. Ja, weil die sind halt sehr verschlossen.
Ja. Ist es schwierig, Japanisch zu lernen? Ich stelle es mir sehr schwierig vor. Das Sprechen an sich ist eigentlich relativ einfach. Mhm. Also das Sprechen. Nur das Schreiben und Lesen sehr schwierig. Ja. Was wirst du gänzlich alle Zelte hier abbrechen in Deutschland? Nee, das nicht. Das ist, weil meine Freundin, sie hat jetzt in Japan schon Musik studiert. Ja. Und im Moment arbeitet sie in Japan, aber sie möchte gern in Deutschland noch Musikwissenschaft studieren. Achso, und wie lange gehst du dann jetzt rüber? Also vorerst für mindestens 2 Jahre. Ach, doch so lange. Und was arbeitest du da? Ich habe jetzt erstmal, also das ist schon alles im Aufbau, mache ich jetzt erstmal privat nur Sprachkurs Deutsch. Ja. Halt für Anfänger. Liegt da nahe. Ja, und dann, wir wollen uns dann halt mittelfristig eine eigene Existenz aufbauen durch ein eigenes Café oder so. Genau, du kannst auch deutsche Spezialitäten da anbieten. Ja, genau. Ne? Irgendwie Kaffee oder besondere Kuchen Würstchen aus Frankfurt und halben Haar. Wenn man in den Kaffee geht und man trinkt ein kleines Tässchen Kaffee und ein Stückchen Kuchen, das ist ungefähr nur halb so groß wie bei uns die Stückchen Kuchen, ist man mal eben 7 Euro los. Ja, ist man hier auch los. Aber hallo. Naja, hier bei uns nicht. Woher kommst du denn? Aus Südthüringen. Aus Südthüringen, ach so. Also ja. Wenn ich hier in Köln einen Kaffee mit einem Kuchen esse, bestelle, dann ist das auch schon so teuer. Ist der Japaner denn überhaupt Kuchen? Ja, die essen sogar sehr gern Kuchen. Ich dachte, die würden nur Sushi essen. Etwas Außergewöhnliches. Ah ja. Ja, ich muss ja auch sagen, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, habe aber schon einen hohen Respekt und eine Achtung vor dieser Kultur. Was ich so weiß, finde ich auch sehr geheimnisvoll faszinierend von und aus Japan. Habe aber überhaupt keinen Plan und war auch natürlich noch nie da. Wohin geht ihr denn in Japan? In eine größere Stadt oder aufs Land? Das ist Oita City. Also in Japan ist es halt eine kleine Stadt. Die hat nur 500.000 Einwohner ungefähr. Mhm. Wie heißt das? Oita City? Ja. Ah. Mhm. Das liegt... Das würde ja wahrscheinlich nicht viel sagen, auf Kyushu, die südlichste Hauptinsel Japans. Japan hat ja 4 Hauptinseln. Ja. Sind schlimme Stürme da zurzeit, ne? Habe ich vorhin im Fernsehen gesehen. Schlimmste Taifune. Ja, dieses Jahr sind es recht viele. Ja. Das war dieses Jahr, also soweit wie sie mich unterrichtet hat, schon der 25. Ja. Normal sind pro Saison so, glaube ich, 15 bis 20. Ja. Hier in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, gibt es eine japanische Kolonie, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es gibt ja schon einige Menschen aus Japan, die hier arbeiten und leben. Sag denen doch mal was Nettes auf Japanisch, wenn die uns jetzt zuhören sollten. Oh, was Nettes auf Japanisch? Also einen netten Gruß aus Thüringen oder sowas. Oh, ja. Ha, jetzt kannst du es doch nicht. Sag doch einfach mal, herzliche Grüße an alle Japaner in Deutschland. Kannst du das? Nee, so schwer das ist noch nicht. Ah. Ich kann, Watashiwa Riku des. Nochmal. Watashiwa Riku des. Nun kann ich leider nicht kontrollieren, ob das richtig war, aber ich hoffe mal, dass es richtig war. Also ein bisschen musst du noch lernen. Ja, ich muss noch sehr viel. Also ich finde das eine gute Sache, eine tolle Sache, ein Abenteuer auch, so weit weg zu gehen und sich in so eine andere Welt hineinzustürzen. Ich wünsche dir alles Gute und dass du da Fuß fasst und dass ihr beide glücklich werdet und dann auch eure gemeinsame Zukunft da aufbauen könnt, Rico. Ja, ich melde mich auf jeden Fall aus Japan. Ja, mail uns mal aus Japan. Ich hatte schon mal einen Zuhörer in Tokio. Ja? Der hat uns per Internet immer verfolgt und hat uns auch immer wieder mal gemailt. Aha. Ja. Also, alles Liebe, alles Gute. Ja, schönen Dank. Tschüss. Dann bitte ich, ich habe ja eine Information von meiner Regie. Ingo, wer immer das auch ist, Ingo möge bitte auflegen. Da ist wohl irgendwas schiefgelaufen mit dem Anrufen. Also Ingo möge bitte auflegen. So, hier ist Gül. Gül, 20 Jahre alt. Hallo Gül. Hallo. Eine junge Frau. Ja. Ja. Gut, um was geht's bei dir? Ja, also bei mir, also ich bin selber Türkin. Was? Türkin, ne? Ja, ob du das an meinem Namen erkannt hast. Habe ich mir so fast haarscharf schon gedacht, ja. Ja.
Ja, bei mir geht es darum, ich bin in einen deutschen Mann verliebt. Ja. Und wir hatten uns im Mai kennengelernt. Mhm. Und wir waren auch kurz zusammen. Und ja, es hat nur deshalb gescheitert, wegen meiner Familie und dass er halt Deutscher ist und ich Türkin und ja, dass da halt dieser Unterschied ist. Ja, wie alt ist dein Freund, dein Ex-Freund? Er wird 31 diesen Monat. Das ist jetzt definitiv vorbei oder führt er heimlich eine Beziehung? Im Moment, ist keine Beziehung. Das war irgendwie so, am Anfang lief eigentlich alles ganz gut, obwohl ich ihm am Anfang eigentlich alles ganz klar erzählt habe, dass ich überhaupt meine Eltern ihn gar nicht akzeptieren würden, weil er halt Deutscher ist und so weiter. Mhm. Und ja, und dann wollten wir es halt trotzdem, weil wir uns so gut verstanden haben und gern hatten und so. Ja, und dann wollte er eigentlich nicht mehr, weil er kam damit auch nicht klar, dass wir uns immer heimlich getroffen haben in anderen Städten. Und also es gab keinen Kontakt, du hast ihn nicht zu Hause vorgestellt, deinen Freund? Nein, überhaupt nicht. Und du hast auch nichts, bitte? Und du hast auch nichts erzählt zu Hause von ihm? Nein, gar nicht. Und aufgrund dieser Heimlichtuerei, die dann vonnöten war, habt ihr euch dann wieder getrennt oder wie? Ja, so war das. Hat er gesagt dann, ich will nicht mehr, oder hast du gesagt, es geht irgendwie nicht? Ja, von seiner Seite war das mehr so. Mhm. Von meiner Seite, ja, zwar wollte ich, weil ich ihn auch so sehr, sehr gern hatte, aber irgendwie habe ich auch gemerkt, aber ich weiß nicht. So. Es war halt schön mit ihm. Ja, habt ihr noch irgendwie Kontakt miteinander? Ja, haben wir. Mhm. Jetzt ist das natürlich wieder eine schlimme Geschichte letztendlich, ne? Da haben sich zwei Menschen gerne. Und aufgrund von Vorurteilen dürfen sie nicht zueinander kommen. Das ist natürlich ganz schlimm. Und eigentlich muss man, finde ich, selbst immer ein Zeichen setzen und selbst immer ein Beispiel sein, dass man dagegen sowas handelt, dass man sich solchen Dingen nicht unterwirft. Das heißt, dass man dann auch sich unter Umständen gegen Eltern auflehnen sollte. Bin ich der festen Überzeugung. Wenn eine deutsche Familie sich anstellt, dass ein Junge ein türkisches Mädchen mit nach Hause kommt, mit nach Hause nimmt, finde ich genauso beschissen, wie wenn eine türkische Familie sich aufregt darüber, dass da ein deutscher Mann mit nach Hause kommt. Das heißt, du bist eine junge, erwachsene Frau. Eigentlich hättest du das ein bisschen forcieren sollen. Gibt es denn keinen in der Familie, zum Beispiel die Mama, die so ein bisschen liberaler ist und zugänglicher? Nee, eigentlich nicht. Das hängt ja eigentlich, weiß ich nicht. Ich habe eigentlich auch Angst vor meinen Brüdern, weil, ich sag mal, ich habe 3 Brüder, also wir sind 8 Geschwister insgesamt. Aha, ja. Und ich habe 3 Brüder. Ich meine, der Jüngste, der wird vielleicht noch akzeptieren, aber die anderen beiden gar nicht. Die sind sehr streng in der Hinsicht. Und vor allem, ich weiß nicht, also irgendwie... Ich das nicht. Ich könnte es meinen Eltern nie sagen. Die würden mich aufstufen. Die würden dann sagen, ja, geh zu ihnen, wir wollen dich nicht mehr oder so. Oder aber die würden mich einsperren und sagen, du wirst niemanden mehr sehen. Aber wie schlimm, wenn Eltern so handeln? Bitte? Ich sag, wie schlimm, wenn Eltern so handeln? Ja. Eigentlich müsste den Eltern doch daran gelegen sein, dass das Kind glücklich ist. Mhm. Und das Kind soll alleine entscheiden, was Glück bedeutet für sie. Und eigentlich dürfen Eltern da gar nicht reinfunken. Das heißt ja, letztendlich musst du dich jetzt, du hast dich damit abgefunden, dass du nur mit jemandem zusammen sein wirst, den deine Eltern auch akzeptieren. Genau. Und das darf dann auf keinen Fall ein Deutscher sein. Mhm. Vermutlich auch kein Holländer oder kein Franzose, sondern... Nee, der muss zumindest ein Moslem sein. Mhm. Also kann auch ein Araber oder so sein. Ja, ja. Also ein Türke wäre natürlich am liebsten. Ja, ja. Ja. Ich weiß, dass das ein großes Problem ist für euch, die junge Generation, die ihr ja... Du bist wahrscheinlich auch in Deutschland geboren, ne? Ja, richtig. Mhm. Dass ihr natürlich zwischen den beiden Welten hängt, zwischen den Kulturen. Einmal die Tradition, die ihr aus dem Elternhaus mitbekommt und einmal... die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland oder im Westen leben. Mhm. Und ich finde das schon sehr schlimm für euch. Denn letztendlich, wenn dein Herz entscheiden sollte, hättest du dich jetzt für deinen Freund entschieden, ne? Ja. Und nicht für die Tradition. Nee, würde ich nicht. Ja. Würde ich auch nicht. Ich habe schon mit so vielen jungen Leuten gesprochen, die türkisch stämmig sind.
die das gleiche Problem hatten. Viele haben mir das so erzählt wie du, die Angst hatten und haben gesagt, ich traue mich nicht. Aber es gab auch einige darunter, die gesagt haben, ich habe mich aufgelehnt. Und ich bin bereit, so bitter das auch ist, auch erstmal mit meiner Familie zu brechen, damit ich mein eigenes Leben leben kann. Aber das ist natürlich hart, das ist mir schon klar. Ja, genau. Das ist mir schon klar. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist unter Umständen, dass du dein Leben lang immer ja heruntergedrückt wirst und nie wirklich ernst genommen wirst als Frau. Ja, das schon. Das ist ein sehr schwieriges Problem, auch von außen zu raten. Ich bin da immer traurig, wenn ich das höre, dass Eltern so ihren Willen durchsetzen wollen und gar nicht auf die Gefühle der Kinder Rücksicht nehmen. Um die geht es ja. Ja, das stimmt. Wie wär das denn bei euch, wenn die Jungs und die Brüder ein deutsches Mädchen mitbringen? Ging auch nicht, ne? Das war ja mal so. Also mein Bruder, der Jüngste, der wird jetzt 29. Mhm. Vor 3-4 Jahren, also hatte der auch mal eine deutsche Freundin gehabt. Mhm. Und es war auch so halt ernst mit ihr. Und ja, meine Eltern, die haben zwar nichts dagegen gesagt, aber jetzt so glücklich waren sie halt auch nicht darüber, als sie es erfahren haben und er sie meiner Familie vorstellen wollte. Aber die haben dann gesagt, ja, er war halt natürlich ein bisschen älter als ich, 25 oder so war der, oder 26. Und ja, und dann haben sie gesagt, ja, ist dein Leben, kannst du machen, was du willst. Ah, siehst du. Ja, bei ihm haben sie dann eher doch also nichts gesagt, sage ich mal. Und dafür müsst ihr Mädels auch aus den türkischen Familien kämpfen, dass ihr das gleiche Recht bekommt für die Jungs, finde ich. Ja. Ein weiter Weg noch. Ein weiter schwerer Weg. Ja, das stimmt. Für euer Glück. Du willst ja eine glückliche Frau mal werden. Und du möchtest sicher nicht irgendjemanden heiraten, den deine Eltern aussuchen für dich. Nee, das nicht. Das würden sie ja nicht. Das würden sie nicht. Nee, das würden sie nicht. Ja. Nee, das darf ich mir schon also aussuchen. Ja. Aber in Deutschland würden sie nicht akzeptieren. Ja. Vor allem meine große Angst ist auch, ich meine, okay, ich weiß nicht. Also, es ist auch schwierig. Ich könnte meine Familie nicht verlieren. Wenn ich auch meine Familie verlieren sollte, dann würde ich alle, so meine ganzen Bekannten. Ich weiß, dass das ein irres Problem ist. So, insofern ist da so schneller guter Rat von außen gar nicht möglich, außer zu sagen, versuche irgendwie zumindest millimeterweise dein eigenes Leben durchzusetzen. Aber ich weiß, wie schwer das ist und da gibt es keine goldene Regel, wie man das machen sollte. Ja, das stimmt. Aber versuche es, Gül. Okay. Und wenn du dich weiter heimlich mit ihm triffst. Alles Liebe und alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt haben wir noch ein paar Minütchen oder eine gute Minute Zeit, bevor das Fernsehen dazuschaltet und so lange machen wir ein wenig Musik.
So, meine Lieben, der Vorspann ist gleich zu Ende im Fernsehen und dann werde ich die Fernsehnation begrüßen. So, da seid ihr auch. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße herzlich die Fernsehzuschauer. Wir sind im Fernsehen ein bisschen später wegen der Schachweltmeisterschaft oder der Schachsendung. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute eine Freitemennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050. Hier im Radio haben wir schon angefangen. Jetzt geht es weiter mit Radio und Fernsehen und Ingo. Ingo ist 53 Jahre alt. Hallo Ingo. Hallo Ingo. Hallo, guten Tag, Domian. Ja, zum dritten Mal, hallo. Ja, um was geht's bei dir, Ingo? Ist so ein bisschen laut verstärkt, ne? Es ist ein bisschen laut verstärkt, was immer das auch heißen mag. Ich höre das, was Sie reden, ja. Ein paar Sekunden später. Ja, dann solltest du einfach nicht in den Fernseher schauen, sondern einfach telefonieren und dann machen wir das schon. Ja, ne? Okay. Und ganz schlau wäre auch, wenn du den mach Ton ganz aus. So, das wäre natürlich sehr schön. Das erzählen wir den Leuten immer und sie machen es nie. Mann. So, Ingo, jetzt zu dir. Um was geht's bei dir? Also ich bin, wie gesagt, ich stehe also so auf so ein bisschen Erziehungserotik. Also ich lasse mich gern erziehen oder erziehe auch selbst, aber nicht billiges SM oder so. Habe ich auch gar nicht gedacht jetzt. Sondern ich habe da einfach Interesse dran. Ich kenne das also von der Schule so ein bisschen, ne? So. Was heißt denn das Erziehung, Erziehungserotik? Also in der Schule wurden wir ja mit dem Rohrstock erzogen. Ah, du bist ja gut 53, das ist noch die Generation, die das noch ertragen ja, musste. Ja, genau. Ja. Ja, und wie gesagt, das habe ich da so ein paar Jahre habe ich das so mit rumgeschleppt, auch mehr unterdrückt und so, denn kann doch nicht wahr sein. Ja. Aber es ist dann durchgekommen und ich hatte dann mal das Glück, jemanden in Köln kennenzulernen. Ja, Moment, das heißt, in der Schule hatte das irgendwie schon gefallen, wenn du mal mit dem Rohrstock einen drüber gekriegt hast, oder was? Da nicht so. Aber später habe ich gedacht, das wäre ganz gut, wenn es nochmal erleben würde. Ich verstehe. Und dann hatte ich in Köln, also hatte ich mal jemanden kennengelernt, eine Frau, eine nette. Ja. Und die hat das so aus Hobby gemacht und mit dem Rohrstock. Ja. Ja. So Hand und Rohrstock, ne? Verstehe. Aus Hobby. Und ich fand das ganz gut und ich persönlich. Ja. Ja. Weißt du, was wirklich ganz schön wäre, wenn du den Fernseher völlig runter drehst, weil wir sonst zeitversetzt miteinander sprechen. Ja. Konzentrier dich einfach auf das Telefon, dann können wir besser sprechen miteinander. Ja, also die Frau, die das als Hobby macht. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich praktiziere es auch, falls es sich ergibt, als Aktiver, ne? Mhm. Aber das ist ein bisschen schwierig, weil wenn man mal so jemanden kennengelernt hat, ich habe lange Zeit im Allgäu gewohnt, da ist die Entfernung zu weit gewesen. Ja. Oder es waren finanzielle Interessen. Gibt es denn im Allgäu auch Frauen, die aus Hobby gerne mal den Rohrstock in die Hand nehmen? Ja, gibt es. Gibt es. Aber. Ja. Es waren zwei Dinge, die daran hinderten. Erstens mal finanzielle Interessen. Ja. Oder die Entfernung war zu weit. Verstehe. Also, wie sieht das im Moment aus? Bist du in einer Partnerschaft? Nein, leider nicht. Ja. Das heißt, du hast aber eine feste Partnerin wiederum für diese sexuelle Spielart. Nein, habe ich nicht. Im Moment nicht. Ich bin auch nicht. Ich bin wieder neu hierher gezogen. Ach so. Also, ich glaube, du hast mich missverstanden. Also, du hast keine Freundin im Moment? Nein. Und auch niemanden, wo du hingehen kannst, um das deine Leidenschaft auch nachzugehen. Nicht. Ich bin, wie gesagt, vor ein paar Monaten bin ich vom Allgäu hierher gezogen. Was ist denn hierher? Nach Köln oder wohin? In Solingen. Solingen, ah ja. Mhm. Ja, also du hast Spaß an Rohrstöcken. Ja, an so Handrohrstock, so Nacherziehung. Was heißt denn Nacherziehung? Ja, Nacherziehung ist ja, wenn man später darauf steht, ist das ja nicht mehr so Schulerziehung, sondern dann ist das so eine Nacherinnerung an Jugendzeit. Ach so, bezieht sich denn deine sexuelle Leidenschaft, dein Spaß ausschließlich auf diese Rohrstockgeschichte oder kann es auch mit einer Peitsche sein? Ja, Peitsche ist nicht so, das ist ein bisschen primitiv. Ich verstehe. Ja. Ich verstehe. Es muss ein solider, guter Rohrstock sein. Ja. Und sonst nichts weiter? Nein, es soll, also wie gesagt, kein Sex. Völlig uninteressant. Mich interessiert nur diese, ich nenne das mal so Schulerziehung. Ja, okay, aber auch keine anderen weiteren Dinge, keine anderen Utensilien aus dem SM-Bereich. Ja, nur der Rohrstock. Rohrstock und Pedal und so, aber sonst nichts. Was ist denn ein Pedal?
Ja, das ist so ein breiteres Stück mit Leder oder so, aber ach so. Hand und Rohrstock ist schon richtig. Das ist schon okay. Es hat dann danach gibt es und währenddessen gibt es keinen Sex. Nein, nein, nein. Nein, du lässt dich nur gerne versohlen von einer Frau mit einem Rohrstock. Ja. Auf den Po oder wohin? Ja, nee, nur auf den Po. Nur auf den Po? Ja. Aber auf den nackten Po? Domian, ja, oder mit einer Badehose oder so. Ja. Nur, ich nenne das Schulerziehung. Ich verstehe das schon, das hast du mir gerade schon erklärt. Ja. So, das ist aber auch ein seltsames Unterfangen. Dann lässt du dir von der Frau den Po versohlen, ja, mit einem Rohrstock. Ja. Und dann gehst du nach Hause. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Erregt dich das denn währenddessen ein bisschen? Naja, so ein bisschen schon. Es ist klar, ist natürlich eine aufregende Sache, ne? Ja. Und wenn du dann nach Hause gehst, onanierst du dann zu Hause? Nee, das ist so. Also, dann ist die Schulerziehung vorbei und fertig. Ach so. Also es endet nie irgendwie auch später mit einem Orgasmus oder so. Es ist also, ist einfach nur mal so ein Nacherleben der Schulerziehung. Verstehe. Die Frau hat dann ja auch nicht so viel davon, außer. Ja, weiß ich nicht. Also, es ist ja so dominant. Ich habe eine recht gut sportliche Figur und ja, damals die Dame in Köln. Auch die sagte, ja gut, das ist für mich auch ganz interessant, sauber und gepflegt und so. Ja. Lass uns mal versuchen. Ja. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Ja. Hast du denn darüber hinaus auch manchmal noch irgendwie Sex mit Frauen oder nur? Im Moment wenig. Und vorher? Wie gesagt, im Moment wenig. Ich bin neu hier zugezogen. Da haben wir verstanden. Ich will schon wieder einleben. Ist schon klar. Aber so vorher, schläfst du auch schon mal ab und zu mit einer Frau? Nein, wenig. Wenig. Das ist also ein Thema, das möchte ich also ganz ausklammern. Achso, okay, da reden wir gar nicht mehr drüber. Ja. Also, wie wird es jetzt weitergehen? Du suchst hier im Internet neue Kontakte oder wie machst du das? Ja, ich lese schon mal in der Zeitung, es gibt eine spezielle Zeitung, Name ist nicht wichtig. Nee. Da lese ich schon mal drin, ja, schreibe auch schon mal drauf. Ja. Aber wie gesagt, es sind zwei Dinge, entweder ist die Entfernung zu weit oder finanzielle Interessen oder es ergibt sich eben nicht. Verstehe. Meistens werden die Briefe, also von 10, die ich zuletzt geschrieben habe, wurde keiner beantwortet. Warst du mal in einer längeren Beziehung mit einer Frau? Nein. Nie? Nein. Was war deine längste Beziehung mit einer Frau? Ja, so mal ein paar Jahre und so, das war aber ja, dann, immerhin, dann hatte die einen neuen Lover, einen jüngeren, ah, ja, so geht's ausgelebt. Ja, verstehe. Ja, Mensch, was wünsche ich dir? Ich wünsche dir eine Frau mit einem guten Rohrstock. Ja. Ne? Gut, mal sehen, was wird, ne? Ja, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Kann das sein, dass mich jetzt welche anrufen, oder? Nee, da machen wir jetzt keine Vermittlung. Ach so. Das machen wir nicht. Weißt du, das mache ich nur bei ganz ernsten Sachen, wenn es um Krankheiten also, geht ja, und so. Wie geht, also, muss ich einfach so warten, oder? Du musst, ja, wie man das im Leben manchmal so muss, ja, du musst ja einfach nur warten. Lieber also, Ingo. Wenn dich jemand anruft, da gibst du meine Nummer nicht weiter. Naja, wir gucken mal. So viele ja, Frauen werden sich ja nicht melden. Ja, können wir vielleicht was drehen, okay? Ich wollte gerade sagen, wenn, gibst du ruhig weiter. Ich meine, ist ja nicht. Ist für einen guten Zweck, meinst du? Ja. Danke. Lieber Ingo, alles Gute. Tschö. So, ihr Lieben, heute, wie gesagt, haben wir eine freie Themennacht und morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema In der Küche passiert. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, die euch in der Küche passiert sind. Das kann ja reichen vom schlimmen Unfall und Unglück bis hin zu, ja, vielleicht auch bis hin zu Rohrstock-Sessions auf dem Esstisch oder so. Also in der Küche passiert, ist unser Thema morgen. Am Samstag gibt es, also ab diese Woche Samstag, gibt es uns auch immer im Fernsehen, also am Samstagabend um 23.45 Uhr, dann immer mit einem prominenten Gast im WDR-Fernsehen. Diese Woche wird Arabella Kiesbauer hier bei mir sein. Und Arabella Kiesbauer stellt sich euch, meinen Zuschauern und Zuhörern. Ihr könnt dann live in der Sendung anrufen und die Arabella Kiesbauer fragen, was ihr sie immer schon mal fragen wolltet. Ihr könnt euch kritisch äußern, lobend äußern, wie auch immer, was ihr wollt. Wenn ihr euch jetzt schon für die Sendung quasi anmelden möchtet, dann könnt ihr das gerne über Mail tun, über domian@wdr.de. Die Sachen werden gesammelt und dann werden die Leute zurückgerufen am Samstag. Also Samstag, 23.45 Uhr, WDR-Fernsehen, Arabella Kiesbauer hier bei mir, bei Domian. Manuela, 37 Jahre alt, ich grüße dich. Hallo. Manuela, grüß dich. Um was geht's bei dir? Ja, auf den Punkt gekommen, ich habe kein Interesse an Sex. Wie lange schon nicht mehr? Seit ich eine Frau bin. Oh. Wie, also immer schon, seit deiner Pubertät? Also mein erster Freund, den hatte ich mit 19. Ja.
natürlich Erwartungen und hin und her. Ich war aber auch nicht so blöd, dass ich sagte, ja, es wird super und hin und her. Das war nicht sehr schön. Mhm. Und danach hat sich das durch mein Leben durchgezogen. Bist du in einer Beziehung zurzeit? Ich bin verheiratet. Aha. Kinder? Ja. Also ich hatte schon Sex. Das ging uns ja gar nicht. Ja. Ich bin 12 Jahre mit meinem Mann zusammen. Ja. Bin seit 6 Jahren verheiratet. Ja. Unser Sohn ist 9. Mhm. Das heißt, so in der ganzen Ehezeit oder die ganze Zeit, während du jetzt deinen Mann kennst, 12 Jahre, sagst du, hast du, wenn man das jetzt ganz, ganz streng mal sich anschaut, kein einziges Mal wirklich Lust am Sex mit ihm gehabt? Nein. Du hast es ihm zuliebe gemacht? Ja. Mhm. Du hast auch noch nie Lust mit dir alleine gehabt, dass du dich selbst... Also ich habe mich schon mal selbst befriedigt, also ich beschäftige mich auch mit mir selbst. Ja. Also es ist nicht so, dass ich sage, oh, mein Körper, wie geht die geht. Mhm. Aber ich habe... Nein, mir fehlt völlig dieses Interesse daran. Völlig? Ja. Mhm. Das heißt, du bist auch in keinster Weise erregt, wenn du mit deinem Mann Sex hast? Nein. Mhm. Das kriegt er ja mit. Ich hoffe mal. Du hoffst mal nicht. Ja, also ich denke mir, er ist ja nicht so blöd, dass er, also wie gesagt, wir sind seit 12 Jahren zusammen, mhm. wir sprechen auch sehr offen darüber. Ach so, ihr redet auch offen darüber. Ja, also... Mhm. Ist das für ihn nicht auch dann schlimm? Ja, das ist ja mein Problem. Ich fühle mich sehr schuldig, mhm. weil ich immer das Gefühl habe, ich muss hier was leisten. Ja, verstehe. Also für mich ist das Leisten, ich muss was machen, weil ich die Frau bin, ich bin die Frau und da gehört Sex zu. Und wenn es vorbei ist, bist du froh, dass es vorbei ist? Ja, also ich habe Freunde, die sagen, oh, der ist immer so schnell fertig und hin und her, wo ich immer sage, mein Gott, nach 2 Minuten fange ich schon an. Heute war wieder so ein typisches Beispiel, also ich sage jetzt mal, wie unsere Beziehung ist. Da hat Arnold Schwarzenegger hat ja gesagt, seine Frau hat ihr 2 Wochen ihm Sexverbot da gegeben, weil er irgendwas gesagt hat. Mhm. Mein Mann saß auf der Couch und hat gesagt, was, 2 Wochen so lange? Mhm. Also das war natürlich ironisch gemeint. Mhm. Und ich habe ihn nur angeguckt, der hat natürlich gegrinst und hat gesagt, ich weiß, das war gemein. Ja. Also so, wir gehen so damit um. Wie oft habt ihr denn dann überhaupt Sex? Also dieses Jahr glaube ich gar nicht. Ach so. Also nimmt er da auch quasi Rücksicht drauf oder ihm macht es dann auch nicht so Spaß, weil er weiß, dass es dir keinen Spaß macht? Ich denke mir, er möchte Spaß haben. Mhm. Aber er respektiert das. Ja. Geht er schon mal fremd? Nein. Mhm. Hast du für dich, du hast wahrscheinlich 100.000 Mal darüber nachgedacht, und irgendeinen Ansatz, irgendeine Idee, warum das so ist? Ja, das war, also ich weiß es nicht. Ich weiß auch, dass du mir jetzt wahrscheinlich sagst, ja, dann musst du zur Therapie und da wird es irgendwo einen Hintergrund geben. Ich kann mir vorstellen, dass es einen Hintergrund gibt. Ich kann dir das Alter nicht sagen, aber ich weiß genau, dass ich sexuell missbraucht worden bin. Mhm. Und zwar, dass ich nicht älter war als 9, weil da haben sich meine Eltern getrennt. Ja, weißt du noch von wem? Ja, mein Bruder. Dein Bruder, wie alt war der? Das war jetzt das erste Mal, dass ich das ganz öffentlich gesagt habe, es ist für mich... Jetzt gerade in diesem Moment? Ja, jetzt gerade in diesem Moment. Du hast es deinem Mann auch noch nicht gesagt? Doch, mein Mann weiß es. Aber sonst niemand? Nein, sonst niemand. Das war aber eine Überwindung jetzt, was? Nein, das war keine Überwindung, weil ich, also ich setze mich schon mit mir auseinander. Mhm. Ich setze mich mit meinem Bruder nicht auseinander. Wie alt war der Bruder damals? Du warst 9, ungefähr, oder ein bisschen? Mein Bruder ist 6 Jahre älter. 6 Jahre älter? Mhm. Ja. Mhm. Dein Bruder lebt noch? Ja. Ja. Hast du Kontakt mit ihm? Nein. Nein. Mhm. Aber nicht sehr lange, also irgendwann habe ich einfach gesagt, ich muss mich mit dem nicht abgeben. Ja, ist das, sofern du dich daran erinnern kannst, viele Kinder verdrängen das ja
auch, und das ist ja vielleicht auch gesund, dass das Gehirn das erstmal aus wegschiebt. War das einmal oder was über einen langen Zeitraum? War mehrmals. Mehrmals. Mhm. Also wir hatten eine super Kindheit, sage ich jetzt mal. Mhm. Also die Familie war nicht stabil. Und ich denke mir jetzt für mich persönlich habe ich das Vertrauen in meinen Bruder gesucht, weil der immer gesagt hat, also nach dem Motto, ich tue dir gut. Ja. Also egal was ist oder ich helfe dir. Mhm. Aber er hat das Dösige an der Sache, also ich habe eine Therapie gemacht, nicht deswegen, wegen anderen Sachen und natürlich kam das auch zur Sprache. Ich sehe meinen Bruder nicht als Täter. Warum nicht? Weil er mir leid tut. Weil ich gesagt habe, er ist in der Kindheit aufgewachsen, er konnte seine Sexualität nicht ausleben. Okay, lass mal das mal draußen, ob der nun Täter ist oder nicht Täter, nach deiner Definition. Aber es ist dir etwas für deine Seele und dein Leben damals Schlimmes angetan worden. Ja. Ne? Das kann man ja so sagen. Ja. Das war, man kann auch sagen, dass das kleine Mädchen damals vergewaltigt wurde. Ja. Ne? So drastisch muss man sagen. Also ich wie gesagt, ich habe das sehr lange verdrängt. Mhm. Aber weißt du, Manuela, dann ist ja eigentlich schon mal nachvollziehbar, dass der gesamte Bereich Sexualität bei dir so ummauert ist, dass du da gar nicht rankommst und dass du gar keinen Spaß hast. Das Einzige, was ich nicht verstehe, gut, ich hatte Freunde, also es war, wie gesagt, für mich ist Sex Macht. Ja, so hast du also das. Also, das hat irgendwann mal so, ja, genau. So das ist nach dein, dem Motto, wer ja, will mich? Ja, das ist deine das Erfahrung. Spiel ich mit. Genau, ja. So, aber ist das abgekaspert, sage ich jetzt mal so, dann ist das für mich nicht mehr so. Jetzt habe ich aber jemanden, also meinen Mann gefunden, der mich nicht durch Sexualität irgendwie weiterbringt oder. Da ist eine tiefe Vertrautheit. Da ist verstehe. Aber du hast dich ja jetzt gemeldet, weil du schon auch ein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber hast. Ja, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss das machen. Ja. Du hast es gerade so ein bisschen auch abwertend gesagt. Naja, Domian, du wirst dann sagen, geh in eine Therapie. Ja. Ist das so abwegig für dich? Nein, das ist nicht abwegig. Aber Fakt ist doch, welcher Therapeut oder Therapeutin kann mir ein Gefühl vermitteln, was du nicht kennst. Pass auf, ich sag jetzt mal als Beispiel, du hast noch nie Schokolade gegessen. So, und du weißt nicht, wie dieser Geschmack ist. So, dann gehst du in Therapie, weil du unbedingt wissen musst, wie dieses Gefühl ist. Ich würde da gar nicht so theoretisch rangehen. Ich würde einfach so theoretisch. Ja, aber ich glaube, es geht doch in erster Linie darum, dass dir ein Fachmann hilft, ein Trauma, das du als Kind erlitten hast, im späten Nachhinein zu verarbeiten. Ja, hallo, ich bin 37, wie lange soll das denn dauern? Soll ich mit 60 dann auf einmal sagen, wie toll das Sex? Ja, nun gut, du bist aber gerade erst mal 37 und du bist noch keine 60. Und was dann aus dieser Erarbeitung resultiert, das muss man dann mal sehen. Vielleicht geht da ja ein Knoten auf und du kannst ja, dieses auch erleben. Das ist ja leider so passiert. Weil, also wie gesagt, ich habe ja eine zweijährige Therapie hinter mir. Ja, aber da ist das nicht thematisiert worden. Doch. Doch. Ja, natürlich, das ist ja auf den Tisch gekommen. Aha. Weil also gut, natürlich ein Therapeut kann nur mit dir arbeiten, was du ihm gibst. Ja. Also an einem Vortrag, wenn du das verheimlichst oder wenn du sagst, das ist ja nie passiert. Ja. So, das ist auf den Tisch gekommen. Mhm. Weil natürlich, also ich sage jetzt, unsere Beziehung leidet darunter. Ja. Also ich sehe eben, das deswegen finde ich auch, dass da was geschehen muss. Jetzt erklär mir mal, warum diese Therapie aber für deinen Geschmack dann doch nicht so gut gelaufen ist. Weil, weil da ist dieser Knoten geplatzt und natürlich habe ich gesagt, so ab jetzt ist Schluss, ich lege mich nie mehr hin, nur weil du das jetzt gerne möchtest oder weil du einmal die Woche willst oder wie auch immer. Gut, mein Mann hat das hingenommen, er hat hingenommen nicht so sehr gut mal jetzt, er hat das respektiert, weil nach dem Motto, komm, du bist in einer schwierigen Phase, aber da sind andere Sachen zum Vorschein gekommen. Ich habe Angstzustände, ich gehe seit 5 Monaten nicht mehr aus dem Haus. Wann ist denn diese Therapie beendet worden? Die ist vor 3 Jahren. Ja, und du gehst seit 5 Monaten nicht mehr aus dem Haus? Zwischendurch gehe ich mal und dann habe ich wieder so Rückfälle, wo ich dann einfach sage, so nee, und ich bin so hässlich. Und Dann ist aber wirklich höchste Eisenbahn, Manuela. Ja, ich weiß, dass höchste Eisenbahn Das was Neues passiert.
dass wirklich was Neues passiert, dass du es nochmal neu anfasst, dass du da wirklich profunde Hilfe bekommst. Ja, aber ich habe, also ich bin nicht verschlossen, dass ich sage, so, ich bin nicht krank oder ich muss nicht auf der Couch oder sonst irgendwo. Ich habe nur einfach nicht innerlich das Gefühl, dass mir wirklich ein Therapeut, Therapeuten, also es wäre mir auch ziemlich egal, weil ich, also ich weiß, dass, also ich habe zweimal schon eine Therapie gemacht. Ja. Du hast innerlich, nicht das Gefühl, dass dir jemand helfen könnte. Ja. So, ich glaube, das ist jetzt wirklich sehr vertrackt. Du hast schon deine therapeutische Biografie hinter dir oder einen Teil davon und bist jetzt äußerst skeptisch und vorsichtig. Kann ich auch verstehen, wenn man da vielleicht in ein Fahrwasser geraten ist, was man nicht mehr so kontrollieren kann und es geht dir nicht gut im Moment und du hast Angst um die Beziehung. So, das ist jetzt ein Fachgespräch, was jetzt geführt werden muss. Und deshalb rufen wir dich jetzt nochmal an. Das heißt nicht, ich rufe dich zurück, sondern meine Psychologin ruft dich zurück. Und die soll dir und wird dir genau versuchen, auch noch diese Angst zu nehmen und diese Skepsis zu nehmen, die du hast, die ich verstehen kann. Aber da kann man etwas gegen tun. Ich finde, dass du etwas unternehmen musst. Dann würde ich jetzt dich bitten, aufzulegen und wir rufen dich gleich an. Alles klar. Alles Liebe. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Jo, tschüss, Manuela. Jetzt bin ich verbunden mit Jenny. Hallo, Jenny. Hallo, Jenny. Hallo. Ja, du bist 18 Jahre alt, ja. Ja. Deswegen hast du angerufen? Und zwar habe ich so ein kleines Problem mit meinem Freund. Das wäre? Ich bin mit ihm seit 2 Jahren zusammen. Und habe aber seit einem halben Jahr eine Affäre. Aha. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie ich es meinem Freund schon beibringen kann. Ja, warum hast du diese Affäre? Weil mir mein Freund das nicht das geben kann, was ich im Bett brauche. Was brauchst du denn im Bett? Na, der bringt mich nicht mehr zum Höhepunkt. Also das ist dir zu langweilig? Ja. Hast du gesagt, er bringt mich nicht mehr zum Höhepunkt? Das heißt, früher ging das mal? Ja. Und wie kommt das? Hat er irgendwie nachgelassen? Hat er auch keine Lust mehr so richtig? Oder? Nee, doch. Das ist aber immer das Gleiche so. Und also immer der gleiche Ablauf. Wobei ihr noch gar nicht so lange zusammen seid. Na, 2 Jahre, Das ist ja noch nicht so sehr lange. Nee. Hast du dich denn da beklagt bei ihm? Und nee. Warum nicht? Weil ich Angst habe. Vor was? Dass er vielleicht Schluss machen könnte oder so. Aha, aber dann gehst du lieber zu einem anderen Mann und hast da keine Angst, dass er dann Schluss machen könnte, wenn er das rauskriegt. Na doch, das auch, ja. Ja, das ist ja eigentlich viel schlimmer. Ja, schon. Diese Affäre, die du da jetzt ein halbes Jahr am Laufen hast, ist das eine reine Sexgeschichte oder bist du auch verliebt in den? Nee, ist nur rein Sex. Und wie oft triffst du dich mit dieser Person? Wie oft ich mich mit dieser Person treffe? Ja. 2-3 Mal die Woche. So oft? Ja, na, ich bin unter der Woche immer in Görlitz und am Wochenende halt in Cottbus. Und ja. Ja. Wie läuft denn so und sonst die Beziehung zwischen dir und deinem Freund? Ist die soweit eigentlich ganz gut. Liebst du ihn denn noch? Ja. Sehr? Wirklich ganz sehr? Ja. Ist natürlich eine Aussage, ne? Wenn du das so formulierst. Ja, aber wie das jetzt weitergehen soll, wie ich ihm das sagen kann. Naja, es gibt ja so verschiedene Modelle, was man macht. Entweder sagt man, okay, ich liebe diesen Mann. Das ist für mich eine ganz wichtige Sache. Und das ist mein Lebensmittelpunkt. Ich setze Prioritäten. Ich lasse ab sofort diese andere Sexgeschichte sein. Und sage meinem Freund meine Unzufriedenheit. Auch im Bett, im Sexuellen. Und versuche eben durch das Thematisieren wieder mehr Leidenschaft in die Beziehung zu kriegen. So, das ist ja das eine. Das andere ist, du sagst ihm, hier, pass auf, Freund, seit einem halben Jahr läuft hier was mit einem anderen aus den und den Gründen. Entweder macht er dann Schluss oder ihr kommt dann richtig ins Gespräch und es kommt eine neue Bewegung in eure Beziehung. Na, davor, ich habe ja Angst, dass er Schluss macht. Ist das denn für dich eine Option, dass du sagst, okay, ich bin bereit, auf diese andere Sexgeschichte zu verzichten für meinen Freund? Ja. Das wäre ich auf jeden Fall, also wenn sich mein Freund ändern würde in diesem Punkt, dann auf jeden Fall, ja. Aber siehst du mal, wie schlimm das ist, wenn man nicht frühzeitig den Mund aufmacht. Hättest du frühzeitig den Mund aufgemacht, wäre vielleicht da schon etwas passiert und du wärst gar nicht in die Versuchung gekommen, fremd zu gehen.
Naja. Aber du bist jetzt kurz davor, du möchtest das beichten. Ja, aber ich weiß eben nicht wie. Naja, um das wie, ich glaube, das ist nicht das Problem, indem du es ihm einfach so sagst, wie du es mir sagst. Ja, das ist aber einfacher gesagt als getan. Das stimmt schon, ja. Aber was will man sonst machen? Man kann ja nicht um heißen Brei herumreden. Ja. Ich meine, ich hab dir ja gerade die andere Möglichkeit auch hingelegt. Du könntest ja auch sagen, okay, ich sag's jetzt erstmal nicht, aber ich kappe die Beziehung zu meinem Sexfreund und konzentriere mich ganz auf meinen Freund. Mhm. Aber dann hättest du schlechtes Gewissen. Ja. Ja, dann bleibt nichts anderes übrig, als zu sprechen. Dann bleibt nichts anderes übrig, als mit ihm zu sprechen. Naja, werde ich das wohl tun müssen, ne? Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Ja. Tja, Jenny. Ist zwar schwer, aber... Ja, und dieses Wie, du fragst, wie soll ich es ihm sagen, indem du dich hinsetzt und sagst, pass mal auf, da ist wirklich was schiefgelaufen. Das tut mir sehr leid, aber ich habe seit einem halben Jahr eine Affäre. Und das liegt daran, dass wir keinen guten Sex haben nach meinem Geschmack. Ich möchte aber gerne mit dir zusammen sein. Ich bin bereit, alles sein zu lassen, wenn wir einen Neuanfang hinkriegen. Wenn du es ihm so sagst, wäre das ja vielleicht eine Möglichkeit. Der würde aber auf jeden Fall Schluss machen, das weiß ich. Tja. Dann hast du es dir selbst eingebrockt, Jenny. Ja, toll. Ja, da hast du es dir wirklich selbst eingebrockt. Wenn du ganz, wie alt ist er? 20. Wenn du ganz sicher bist, dass er Schluss machen würde, ja, dann kann man da wahrscheinlich nicht mehr viel retten. Dann kannst du ja auch Schluss machen. Na, will ich aber nicht. So, dann redest du jetzt mit ihm, du setzt dich hin. Manchmal reagieren die Leute auch ganz anders, als man glaubt. Wenn du ihm glaubhaft versicherst, dass du ihn wirklich sehr, sehr gerne hast und sehr lieb hast und auch glaubhaft versicherst, dass dir das sehr leid tut, was da passiert. Das kann ja passieren. Du bist ja auch erst 18 Jahre alt. So, vielleicht habt ihr dann doch nochmal eine Chance. Aber da musst du es jetzt auch wirklich tun und die ganze Sache auch angehen. Okay? Okay. Alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema in der Küche passiert. Ich möchte gerne mit euch sprechen über Dinge, die ihr in der Küche erlebt habt, in dem Raum Küche, die dort passiert sind. Wie gesagt, es kann reichen von einem sehr schweren Unglück, einem Unglücksfall, bis hin zu bizarren Sexgeschichten, die in der Küche passiert sind. Es können Gewalttätigkeiten sein, die in einer Küche stattgefunden haben, in die ihr verwickelt wart, was auch immer. In der Küche passiert, das ist unser Thema morgen. Am Samstag im WDR-Fernsehen sind wir wieder zu sehen, auch zu sehen ab diese Woche, jeden Samstag. Und da ist Arabella Kiesbauer mein Gast. Und wenn ihr gerne mit Arabella Kiesbauer sprechen wollt, dann könnt ihr jetzt schon mailen unter domian@wdr.de oder ihr guckt einfach mal unter www.domian.de. Da steht auch einiges über Frau Kiesbauer und vielleicht inspiriert euch das dann auch noch zu Fragen oder zu Anmerkungen. Benjamin, 20 Jahre alt. Hallo Benjamin. Ja. Hallo, ich habe mehr oder weniger großes Problem. Ich kann nicht auf öffentliche Toiletten gehen. Ich habe da irgendwie Probleme, Angstzustände bekomme ich dann und dann geht gar nichts mehr. Was heißt öffentliche Toiletten? In Restaurants geht das auch nicht? Nee, also es ist egal, ob das ein Kaufhaus ist oder ob das Kneipe oder so, es ist total egal. Nur für das, es geht gar nichts. Kein kleines Geschäft, kein großes Geschäft. Ja, also es geht halt mehr ums Pinkeln. Also wenn jetzt jemand mit dabei ist, also im Klo, dann geht das halt nicht. Also wenn jetzt jemand da schon ist und ich komme dann halt rein, dann geht es halt nicht. Also spiel mal den theoretischen Fall durch. Du kommst in diese Toilette in einem Restaurant beispielsweise rein und du bist ganz alleine da. Geht es denn dann? Dann geht das, ja. Aber also sobald ich mich irgendwie beobachtet fühle, oder ich habe immer so diese vielleicht die Angst, beobachtet zu sein. Ich weiß es nicht, weil ja. Also wenn dann jemand da ist, dann geht das halt nicht. Weißt du, warum ich gerade lache? Ja. Weil ich das auch so ein bisschen so habe wie du. Und auch meine Probleme habe, in eine Toilette zu gehen, wo jemand anders ist.
Aber das finde ich gar nicht so dramatisch. Das kann man ja irgendwie so drehen, dass man eben dann nicht reingeht, wenn da jemand anders ist und den Zeitpunkt abwartet, bis man da alleine reinkommt. Ich weiß bis heute nicht, was das ist und woran das liegt. Es haben viele Männer. Männer haben das, glaube ich. Von Frauen habe ich das noch nie gehört. Also dass man nicht beispielsweise nebeneinander neben so einem Pissoir stehen kann. Ja, genau, das ist auch so ein Riesenproblem. Ja, geht bei mir nichts mehr, wenn ich da stehe. Überhaupt gar nichts. Dann muss ich immer rausgehen. Das haben wirklich mehrere oder viele Männer und niemand weiß, also ich weiß es bis heute nicht, was das ist und woran das liegt. Ich weiß es nicht. Ist es denn für dich so dramatisch, dass du sagst, oh Gott, großes Problem für mich, oder kannst du dich nicht irgendwie auch da so mit zurechtfinden und sagst, ich kann damit leben, ist halt so? Ja, also es ist schon ein Problem für mich, weil es mich halt auch halt einschränkt. Also jetzt zum Beispiel ein Beispiel mit dem Konzert. Ja. Hatte ich gehabt, muss ich aufs Klo halt und bin dann halt hingegangen und ja. Halt waren nur zwei Kabinen und dann halt so eine riesen Pissrinne. Ja. Halt alle standen und dann, ja. Das ist dann halt ein Problem, weil das... Geht es denn dann, wenn du in die Toilette, in diese Kabine gehst und dich einschließt, geht es dann? Ja, das ist dann auch so eine Sache, also manchmal geht es, aber das ist dann halt ja. Auch unterschiedlich. Ja. Ja, also ich kann es so gut nachvollziehen. Aber ich glaube, wenn man dann wirklich ganz super, super, super dringend muss, dann funktioniert es zumindest in der Kabine. Ja, das schon. Ja, also ich würde jetzt gar nicht jetzt großartig sagen, Psychologe, wer weiß, was da für Verstrickungen tief im Unterbewusstsein sind und so weiter. Arrangier dich damit. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz viele Männer, die das haben. Ja. So, und wenn du wirklich ganz, ganz dringend musst, dann findet alles seinen Weg schon. Ja. Ja. Ich würde einfach mal so, ich würde es dir einfach so sagen, Benjamin. Ja. Ich kann damit auch gut leben. Ja, nein, es war halt nur so gewesen, das weiß ich, wenn dann halt jemand, was weiß ich, ein Freund oder so, wenn man halt was getrunken hat oder so, und dann halt, dass die anderen schon sagen, wieso, ne, was denn los oder so. Ja, ja. Ja, ich weiß, es gibt dann auch wieder Leute, die ganz, oder Männer, die ganz irritiert sind und wissen, warum, ne, die fragen dann warum. Ich gehe mittlerweile ganz offensiv mit um, ich sage, ich kann es einfach nicht, geht ihr erstmal rein und ich komme dann hinterher. Und dann ist die Sache auch klar, indem man es ganz normal ausspricht. Versuch's mal so hinzukriegen, wenn es nicht klappt, ruf's nochmal an. Okay. Okay, tschüss Benjamin. Tobias, danke schön. Tschüss. Ja, wir Männer sind schon sehr komplizierte Wesen. Simone, 24, grüße dich, hallo. Hallo Domian. Und was geht's bei dir? Das Problem von deinem Vorredner, das kenne ich auch als Frau. Das ehrlich? Ist kein Problem. Das ist interessant. Ich kenne keine Frau, die das auch hat. Doch. Das heißt aber, ja, ihr könnt ja immer in eure Häuschen gehen. Und ja, wenn du nebenan ein Mädel strullen hörst, dann kannst du nicht? Nein. Wenn dir jemand kommt, dann ist es vorbei. Man hört es, man riecht es, man schämt sich. Ah ja. 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 Aber mein eigentliches Problem, was heißt Problem nicht, sondern eher eine Erzählung ist, dass ich meinen verstorbenen Großvater sehen kann. Du kannst ihn sehen? Ja, ich kann ihn sehen. Wann ist er verstorben? Am 5. Januar, jetzt kommenden Januar, vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren? Ja. Ich hatte eine große Bindung. Als Kind war ich mit meinen Großeltern oft im Urlaub und mein Großvater war im Prinzip mein Heiligtum. Mhm. Ich habe ihn wirklich geliebt. Großväterliche Liebe natürlich. Mhm. Und er hat auch alles für mich getan. Mhm. Und ja, wie er verstorben ist, er ist an Krebs erkrankt damals. Mhm. Und ich durfte ihn noch einmal im Krankenhaus besuchen. Da stand er schon unter Morphium. Da habe ich das auch nicht mehr so mitbekommen oder er auch nicht mehr so. Da war es ein kleines Mädel, ne, von 9 Jahren. Ja, ja. Mhm, ja. Und also wie ich zur Kommunion ging mit 9, da saß er schon im Rollstuhl. Und da hat er mir noch am Sterbebett gesagt, wir fahren wieder in Urlaub, es wird wieder alles in Ordnung. Mhm. Da hat er sehr wahrscheinlich selber nicht gemerkt, dass er bald stirbt. Mhm. Ja, er ist dann verstorben und er ist beigesetzt worden in einem anderen Land. Und da durfte ich als Kind nicht mit. Mhm. Ich durfte mich von ihm oder konnte mich von ihm nicht verabschieden. In welchem Land, wenn ich fragen darf? In Österreich. In Österreich. Mhm. Wo auch der Zweitwohnsitz von meinen Großeltern ist. Ja. Und ich habe immer versucht, die Gedanken zu verdrängen, mhm. weil ich dieses traurige Gefühl nicht wollte. Mhm. Ich war damals in Therapie, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Mhm.
Und also es ist mittlerweile dann so weit gegangen, dass mein Großvater mein zweites Leben immer war. Ich habe mir eigentlich meinen Mann immer vorgestellt, er sollte so sein wie mein Großvater. Mhm. Also hat sich der Großvater aufgebaut zu einer sehr, 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 sehr großen Person in dir, in der Kinderpsyche, in der Psyche der Jugend, der Jugendlichen auch. Ja, ja. Er war auch immer mein Vorbild. Ja, also die Geschichten von meinem Großvater sind irgendwo auch mein Heiligtum. Ja. Nun sagst du, du kannst ihn sehen. Was heißt das genau? Also, ja, also ich kann ihn sehen und kann es auch behalten, wenn ich ihn im Traum sehe. Gut, im Traum sehen, das ist ja vielleicht noch nicht so ungewöhnlich. Dass ich bin aber auch der Einzige, der von ihm träumt, sonst niemand. Ja, aber du siehst ihn auch im real wachen Zustand. Ja, ich habe ihn gesehen, da habe ich mich morgens mal gewaschen im Badezimmer, wie man das morgens halt so macht. Mhm. Und komme vom Waschbecken so hoch und gucke in den Spiegel, da habe ich ihn hinter mir stehen sehen. Mhm. Das ist ja fast ein Klassiker aus einem Gruselfilm. Ja, ich sehe ihn aber auch nur, mein Großvater war General beim Bundesgrenzschutz damals. Mhm. Ich sehe ihn nur in Uniform, obwohl ich ihn als Kind nie in Uniform gesehen habe. Mhm. Ich habe ihn nur auf Bildern in Uniform gesehen. Mhm. Jetzt hast du ihn im Spiegel gesehen, den ja. toten Großvater. Wie war sein Gesicht? Hat er dich angeschaut? Hat er gelächelt? War er ernst? Er hat in den Spiegel geguckt und mich dabei angeguckt. Ja. Also wir haben uns im Spiegel angeguckt, beide. Ja, mit einem ernsten Gesicht? Normal eigentlich. Normal. Und hast du dich dann erschreckt umgedreht und hast zurückgeguckt? Ich habe alles fallen lassen, ich habe geguckt, da war niemand mehr und bin dann rausgerannt und habe gedacht, hör mal Simone, du bist nicht ganz dicht. Mhm. Hat dir das richtig Angst gemacht oder dachtest Nein. du? Nein. Nein, das war ein besonderes Gefühl, ich kann es nicht gut beschreiben. Aber ich meine, vielleicht aufgrund dessen, was du mir gerade schon erzählt hast, ist das doch vielleicht ganz schlüssig. Du hast dich in den letzten 15 Jahren so intensiv mit dem Großvater beschäftigt. Dass man dann, ich will nicht sagen, dass du spinnst oder so, weiß Gott nicht, aber dass es in deiner Realität stattfindet, in deinen Visionen, dass der Großvater plötzlich da ist. Dass das keine Erscheinung aus dem Jenseits ist, sondern dass es alles in dir stattfindet, weil du so intensiv an ihn denkst. Also ich denke eher, dass es nicht ist, weil ich immer an ihn denke, sondern das will ich ja gar nicht, weil ich dann traurig werde. Ich kann auch eigentlich nicht gut von ihm sprechen. Mhm. Jetzt, weil ich gefasst bin und auch sehr nervös bin, sondern ich denke eher, dass es damit zu tun hat, dass ich mich nicht habe von ihm verabschieden können. Mhm. Ich kann ja auch nicht, wenn ich irgendwas habe oder an ihn denke, ans Grab gehen. Das wollte ich gerade fragen. Warum bist du dann nicht später oder auch heute öfters ans Grab gegangen und hast dich dann an dem Grab verabschiedet, später? Ich bin da gewesen, aber das ist nicht das Gefühl, dass ich sagen könnte, da ist mein Opa. Mein Opa ist für mich irgendwo noch lebendig, aber ich kann ihn nicht fassen. Er ist immer genau da, wo ich nicht bin. Mhm. Er ist für mich aber im Prinzip nicht tot. Ich kann aber nicht mit ihm sprechen, wenn ich ihn sehe. Wie schwerwiegend sind diese Gefühle und Gedanken für dich? Sind die sehr präsent in deinem Leben? Sind sie sehr oft da? Sie sind immer da, wenn wichtige Dinge sind, wie heute mein Geburtstag oder... Oh. Ich gratuliere herzlich. Ja, deswegen freue ich mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ja, das ist ja ich super. Angerufen habe, geschafft. Seit 2 Stunden Geburtstag. Ja, nur dass ich feiere nicht Geburtstag. Ja, aber trotzdem alles Gute von Herzen. Dankeschön. Aber dann kommt gleich auch so eine Erinnerung hoch. Und ja, ja. Mhm. Ich kann auch nichts weggeben, was von meinem Großvater ist. Oder Visitenkarten zum Beispiel, ganz alte. Was für Karten? Was für Karten? Ich habe sie verstanden. Visitenkarten. Ach, Visitenkarten. Mhm. Die sind uralt. Mhm. Kann ich nicht wegschmeißen. Mhm. Mhm. Ich kann nichts entfernen, was von ihm ist. Ein Auto, was kaputt ist, was er sich kurz vor dem Tod noch gekauft hat, muss ich behalten. Wäre es für dich eine Erleichterung, wenn du loslassen könntest? Ja. Mhm. Weil da leide ich schon drunter. Mhm. Das ist ein... Hast du gerade gesagt, du warst schon mal in psychologischer Behandlung? Ja. Und das hat nichts gebracht? Nein, weil viele, also ich hatte eine, die hat nachher im Prinzip mir das Gefühl gegeben, ich spinne. Mhm. Und es kann auch keiner nachvollziehen, der das nicht kennt. Mhm. Mhm. Also es war keiner, der sagen konnte, wie du jetzt zum Beispiel, ich sag nicht, dass du spinnst, mhm. aber ich kann es mir auch nicht richtig vorstellen. Mhm. Das mhm. kann sich auch keiner vorstellen. Mhm. Weißt du, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du auf die Suche gehst nach einem guten Typ. Nach einer guten Psychologin, einem guten Psychologen, der dich ernst nimmt, der sich auch mit solchen Dingen auskennt, damit du loslassen kannst, damit du besser leben kannst und nicht so sehr vereinnahmt bist von der Vergangenheit, denn das ist ja so.
Und es gibt so Psychologen. Ich sag's dir, glaub's mir. Man muss nur suchen und man muss da sehr, auch sehr kritisch rangehen. Es gibt bestimmt gute Psychologen. Ja, jetzt geht meine Sendung gerade vorbei. Ich hab's mir gedacht. Ja, aber ich möchte gerne, dass du mit meiner Psychologin noch ein bisschen sprichst, dass sie dir auch noch einige Ratschläge geben kann, wie du suchst und wie du das angehen könntest, das Ganze. Ja. Ja? Aber ich finde, dass du etwas unternehmen solltest. Mhm. Also, einen schönen Geburtstag wünsche ich dir. Danke. Nochmals ganz viel Glück und alles Gute. Wünsche ich dir auch. Dankeschön. Wir rufen gleich zurück. Okay. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Malte E-Mails. Morgen heißt unser Thema in der Küche passiert. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, jetzt könnt ihr schon mailen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. 2 Uhr vom Hessischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Luxemburg, die Finanzminister der Eurogruppe haben sich nicht auf eine gemeinsame Strategie gegen